Hallo und willkommen zurück zu Antherion. Wir sind immer noch in dieser Codex-Höhle. Schauen uns hier weiter um. Wow, ein Lagerraum mit Geld. Haben wir hier irgendwas besonders Schweres? Eck. Naja, besonders schwer sind die alle nicht. Okay. Keine Gegner hier, okay. Ja, dann müssen wir die Gefängnistüren aufmachen. Und vermutlich muss ich nach den beiden Gefängnistüren dann auch schon wieder rasten. Wobei das jetzt etwas ungünstig ist, das zu knacken und dann auch noch zu kämpfen, aber... Muss halt. Ach nee, man kann ja hier speichern. Dann knacken wir das andere auch direkt noch. Speichern. Lockpick. Nochmal 7. Jo, dann Nummer 1. Die hatte wieder keine Pfeile mehr. Ja. Dann macht die auch einfach nichts. Der muss auf jeden Fall gucken. Schön. Ruf, ruf, ruf. Da pusten wir den weg, können wir beim nächsten Mal noch direkt den anderen angreifen. Schön. So, gut.
Aha, schön. Damit können wir jetzt die Position bestimmen. Ach, da kann man echt nur Potions draufsetzen. Only works outdoors. Okay, einmal heilen. Dann kommt die nächste Tür. Dann können wir den auch direkt beschadigen. Kaputt. Na so. Da ist sonst nichts. Und dann hätten wir schon unten den Raum wieder. Ja, und dafür habe ich schon wieder zu wenig Mana, so wie ich mir das gedacht habe. Muss man schon wieder zurück, um zu rasten. Ich guck noch mal gerade, aber ich glaube... Zwei und drei Ratten. Die Ratten sind billig. Die beiden sind aber stark. Das schaffe ich ohne Rasten. Wenn, dann nur mit viel Glück. Aber dadurch, dass der Kampf sowieso lange dauert, will ich das da jetzt nicht drei, vier Mal dran verenden, bevor ich dann zu der Einsicht komme, dass ich rasten muss. Da kann ich aber direkt rasten. Wie viel brauchen wir noch? 180 oder was? Ah, ist noch. Da muss noch erst etwas gesammelt werden. Und mit dem nächsten Level up werde ich dann auch tatsächlich bei meinen Kriegern mal Punkte in den Angriffsskill stecken. Dum 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 dum. Oder ein Persuasion. Wäre ja eigentlich auch nicht dumm. Habe auf jeden Fall schon zwei Stellen, wo ich jetzt mit Persuasion was machen müsste. Einmal mit den Möwen das.
Und einmal den Typen da unten. Welche Stufe bin ich überhaupt? Schon 6. Naja, man denkt, dass ich ja Probleme habe, wenn ich mit Level, gegen den Level 5 kämpfe. Im schlimmsten Fall kann ich die Kämpfe immer noch schaffen, indem ich Heiltränke und so nutze. So. Batsch. Ist schon eine ganz schöne Reichweite dafür. Ich werde die mal dahinter setzen. Die ist zu blöd. Quatsch. Der wird dann als nächstes geschiebt. Oder der? Autsch. Heilen. Gut. Batsch. Nö. Oh, schön. Wieder heilen. Sauber. Dann polymorphen wir den. Na, klappt. Aua. Gut. Und weg mit dir. Der kann da jetzt. Oh, die kann da mal heilen. Der ist 4, der ist also ein bisschen härter.
Besonders viel Mana habe ich jetzt auch nicht mehr. So, also muss jetzt schon verhältnismäßig fix gehen. Den kriegen wir auf jeden Fall nochmal geheilt, aber dann ist auch schon fast Schluss. Nein. Gut. Gut. Sauber. Schön. Dann werde ich mit dem den Tank quasi beschützen. Ah, wobei das schießt ja eh vorbei. Dann macht das auch keinen Unterschied. Sehr gut, ja, es sollte klappen. Ratsch. 17 XP und die Mana wieder komplett verbraucht. Das heißt, wieder zurücklaufen zum Rasten. Aber erstmal hier wieder umgucken. Schön, Pfeile. Kann ich auf jeden Fall auch noch wieder kaufen, dann wenn ich in der Stadt bin. Geld, schön. Zwei Türen. Wir können auch mal die Laterne equippen und gucken, ob die auch irgendwann verpufft. 12. Easy. Egal, knacken wir. Das wird schon. Lololo. Vierter Versuch, glaube ich. Fünfter. Nummer 6. Nummer 7. Und Nummer 8. Und Nummer 9. Und Nummer 10. Nummer 11. So langsam müssten wir. 13. Also mal davon abgesehen, dass statistisch das Zufall kein Gedächtnis hat. Und wir genauso 12% Chance haben wie am Anfang auch. So langsam kann es aber.
Denn es wird langsam müßig. Oder ich versuche es jeweils zweimal und akzeptiere, dass das einmal kaputt geht. Machen wir das so. Habe ich zwei Chancen. Na, auch so funktioniert. 15 Erfahrungen durch das Schlösserknacken bekommen. Ja, und das hat sich auf jeden Fall wieder gelohnt. Gar keiner. So einem Teppich habe ich eigentlich damit gerechnet, dass da einer ist. Ein Lager, sehr schön. Malum Wheat. Und ein Löffel. Ich glaube, die Löffel, die kann man einfach verkaufen. Geld. Fischi. Mehr Geld. Da kann es jetzt sein, dass wir jetzt zu der anderen Tür kommen. Ist das eine Wache oder was? Skeleton Guard, ja. Batsch. Den Tank beschützen wir erstmal. Sauber. Fünf Erfahrungen. Wieder ein Schloss. Wieder 12%. Machen wir wieder mit dem Zweierprinzip. Ja. Das hat doch schnell funktioniert. Wieder 15 XP. Nochmal eine Kiste und nochmal ein Gegenstand, den wir nicht benutzen können, weil auch dafür braucht man 40. Braucht immer 40, wie es aussieht. Damit kommen wir also wieder zurück. Ist ein bisschen kürzer dann. Aber die Laterne ist genauso abgefackelt wie das andere Ding auch. Und das ist sogar 30 wert. Nee, gar nicht wahr. Der hat das doch in der Hand. Hab ich mich da vertan.
Ich glaube, das deckt noch mehr auf als das andere. Weitsicht. Garbage. Na gut, dann schauen wir mal, was hier ist. Wenn das mal nicht wieder ein Kampf wird. Swordsman. Polymorph. Drei, drei, vier und vier. Ich kämpf mal und guck mal, was er sonst noch so drauf hat. Ja, was habe ich mir gedacht? Damit wird er nämlich auch sehr ungemütlich. Dann schreibe ich mir das auf meine To-Do-Liste auf. Gegner ganz im Osten durch Türe mit Hebel. So. Die werde ich aber auch nicht beim nächsten Mal machen. Denn das ist, glaube ich, zu unwahrscheinlich, dass ich die getötet bekomme. Da kann ich mir eher noch was anderes suchen. 1310. Ja, könnte man schon fast hingehen und sagen, ja, wir laufen nochmal zum Barter-Typen. Ich kann aber auch erst nochmal ein paar Krabben und so Zeug töten im Süden, da war ja auch noch was. Aber von Krabben und Möwen bekommt man natürlich jetzt nicht unbedingt das wahnsinnige Gold. So, ich meinte jetzt hier runter zu gehen. Aber wir könnten auch... Hier waren jetzt diese Banditen, die könnten wir auch mal kaputt schlagen. Give us 96 gold if you wish to proceed unharmed. Order over our dead corpses. Ich vermute aber... Autsch. Dass die mich prinzipiell eher in Stücke schlagen werden. Das war der Heiler. Der Heiler kann jetzt nicht heilen.
dass das Ganze jetzt etwas ungesund für den Krieger werden lässt. Ja, die sind auch noch etwas stark. Wie stark wart ihr denn? 3, 3, 4, 3. Die sollten eigentlich gehen. Und da hinten haben wir auch diese Kiste, die ich von der anderen Seite gesehen hatte. Ach. Okay. Läuft bisher nicht so gut. Hätte ich vorher noch ranlaufen müssen. Jetzt muss ich erstmal das Schwein wieder weghalten. Vermutlich wäre es cleverer gewesen, den Magier die ganze Zeit zu schieben. Und jetzt da Heal nicht durchgeht, ist es auch schon vorbei. Okay. Das gleiche gilt jetzt diese Runde wahrscheinlich auch wieder. Mögen den nicht. Gut, teilt sich der Schaden jetzt ein bisschen. Weg. Zack.
Jetzt muss der hier wieder sitzen, sonst ist er kaputt. Ja, oder? Das gehe ich jetzt ein. Ja. Dann machen wir das nochmal. Und dann werde ich erstmal die Kleinen exekutieren und den Magier außer Gefecht setzen. Die könnten wir eigentlich auch ankommen lassen. Ups. Das ist egal. Muss natürlich funktionieren. Damit es funktioniert. Plank. Okay, mit dir Nummer 1. Neuer Pulli. Muss ein bisschen näher ran, um die 60% Chance zu bekommen. 62. Glück gehabt. Sehr schön. Weg. Sauber. Und der letzte von denen. Den halten wir schön weg. Okay, versenken wir den. Eck. Preußend. Ja, ist okay. Wenn das jetzt bewusst so gemacht wurde, dann ist die KI besser als die von Lords of Xulima, denn die haben auch mit nur einem einfach immer weiter die Gegner, also meine Gruppen Mitglieder geblendet, ohne dass sie dann überhaupt einen Zug gehabt hätten, um die anzugreifen, was dann halt komplett pointless war. Ja, ja, ja. Weg. Ja. Das ging jetzt wesentlich besser. Toll, ein Ring zum Verkaufen. Requires Key. Hm. Den haben wir so ganz umsonst alle umgebracht.
grabe ich mir dann auch noch auf. Ich kann ja auch mal F10 mache ich, glaube ich, mit Traps und Screenshots. Screenshots. Ja. Kiste war unterm R von Mooncrest. Ja. Achso, Banditen kann ich auch noch dazu schreiben. Banditen südlich Mooncrest. So. Haben wir hier irgendwas? Außer den Typen. Sieht nicht danach aus. Da sind die Möwen. Vier Möwen, eine Krabbe. Aber ich glaube, die waren recht hoch. Die werden mich dann vermutlich zermatschen. Ja, weil ich ja nicht heilen kann gerade. Ja, müssen wir verschieben. Ich werde mal zum Barter-Trainer gehen. Und mir da wieder ein bisschen was in Skill reinzwiebeln. Und das sollte dann auch zum Stufenaufstieg reichen, denke ich. Hier im Westen könnte man auch noch was machen. Und nach dem Stufenanstieg könnte ich theoretisch den Butcher mal versuchen. So, da kommt jetzt das Vieh angelaufen. Gelaufen. Da ist noch so ein Eulenvieh. Das war der falsche Weg. Persuasion, aber das ist natürlich dann auch alles wieder gut teuer. 200 Damage, das macht überhaupt keinen Schaden. Also ein Stab.
200 Damage, 16. Das wäre schon was. Aber irgendwie bin ich kein Freund von Ausrüstung kaufen. Zumindest solange man das Geld noch für andere Sachen braucht. Und das wird hier sehr lange der Fall sein. So, nochmal speichern. Oh oh. Ich glaube, ich lade. Das war natürlich jetzt kritisch. Der hätte normal dann nur 23 Schaden oder so gemacht. Müssen wir nochmal entlang latschen. Ach, hier kann man Abkürzung nehmen, sehr schön. Schleimgruppe. So, da sind wir. Ithelia. Speichern. Bartering. Cordano. Jo. Runter und pleite. Jetzt können wir hingehen. Shop. Ring of Wisdom. Theoretisch können wir auch einfach das Zeug kaufen und dann als Quest-Ding abgeben. Jawohl. Flüm. Stufe gestiegen. Speichern. Da brauchen wir jetzt nichts in Bartering zu stecken. Oder in Foraging. Weltpremiere. Stärke.
Der macht jetzt tatsächlich One-Handed Melee. Bei dem, das mache ich abhängig von dem Möwenmann. Ich setze erstmal die 5 Punkte noch in Constitution, damit er auch mehr aushält, oder? Die Skillpunkte, die spare ich erstmal. Hier kommt White Magic, Alchemie lasse ich mal außen vor. Und Lockpicking auch. General, ja, Intelligence. Und nochmal Grey Magic. Oder mal Lore weiterbringen. Ich denke, ich gehe mal auf Lore. Ich würde da schon sehr gerne mal eine 40 haben. Aber wir können Chicken verkaufen. Denn wenn ich die Nahrung da nicht verbrauche, dann kann man sie auch verkaufen. Die weg. Spoon kann man noch wegmachen. Human Ear, da bin ich mir nicht so sicher. Human Flesh ist wahrscheinlich Crap. Emerald. Auch keine Ahnung, ob man das noch für was braucht. Der hat hier noch den Ring. Crabmeat. Da müsste man mal gucken, ob das irgendwer im Angebot hat. Wenn die NPCs es im Angebot haben, dann kann man das zumindest mit einer recht hohen Wahrscheinlichkeit verticken, ohne dass man da was befürchten muss. Ich verkaufe mal noch ein paar Fische. Alle zum Beispiel. Erstmal nur 5. Können wir einmal noch bartern. Ich guck mal gerade nicht, dass ich das hier mal versehentlich erhöht hätte. Fischi, verkaufen wir die auch noch und mit den Äpfeln auch. Wieder Barter. Jetzt 26 runter. Auch noch. Alright.
Haben wir wieder ordentlich Erfahrung gesammelt durch Bartern. Bartern lernen. Wie weit sind wir jetzt? 77, also noch 23 Punkte lernen. Und dann ist der Abschnitt fertig. Ja. Dann reisen wir wieder zurück. Das war knapp. Da konnte man drüber laufen. Ne, guck mal, doch da. So, ja, kommt gleich wieder dieses Eulenvieh. Kann aber auch nicht durchlaufen. Wo bist du, Eulenvieh? Da unten ist ein Eulenvieh. Das andere müssen wir erstmal hier ein bisschen warten. Da. Und vorbei. Ja, ich glaube, bei sowas kann man dann schon Fast Travel verwenden, weil man nur bedenkt, dass das 10 Gold kostet. Das ist, glaube ich, die Zeit wert. Ich gehe jetzt erstmal zu dem Möwenmann. Um dann zu wissen, wie ich den Charakter steigern muss. Wenn das Sinn macht, das jetzt direkt Persuasion hochzusetzen, dann mache ich das. Wenn nicht, dann mache ich es nicht. Aber ich mache auch hier erstmal einen Schnitt. Bis zum nächsten Mal.